Hallo, heute geht es nochmal darum, den Garten mit etwas Kunst interessanter zu gestalten. Viel Spaß dabei! In den letzten Videos habe ich ja meine Tischkreissäge, die Bosch GTS 10XC und den dazu passenden Arbeitstisch GTA 60W vorgestellt. Die Links zu den Videos sehen Sie oben rechts. An der mobilen Kombination gefällt mir vor allem, dass ich die Säge immer wieder leicht wegräumen kann, wenn sie nicht gebraucht wird. Denn meine Garage ist zwar groß, aber auch sie hat ihre Grenzen. Zur Absaugung des größten Teils des Sägestaubs benutze ich meinen Kärcher WD6P. Er besitzt eine Steckdose, über die externe Geräte mit Spannung versorgt werden können und lässt sich optimal mit dem Saugadapter, der im Lieferumfang der Tischkreissäge ist, verbinden. Wird die Säge nun eingeschaltet, startet auch der Staubsauger. Und nach dem Abschalten läuft er noch für ca. 3 Sekunden nach. Also ehrlich eine Top-Kombination, die eben auch zuverlässig funktioniert. Den variablen Auszug des Anschlags und die Verlängerungsmöglichkeit des Sägetisches habe ich ja bereits vorgestellt. Da passt alles perfekt und bietet auch Platz für den Einbau eines Frästisches, was ich in einem Video noch zeigen werde. Der Schiebetisch gleitet präzise in seinen Schienen und der Winkel und die Anschläge lassen sich einfach und genau einstellen. Gut, um was geht es heute? Ich zeige, wie ich aus Fichtenbrettern diese Form einer Feder nachbaue. Anders als auf dieser Skizze werde ich die Verbindung der Bretter mit Ecküberplattung ausführen, um so dem Ganzen mehr Stabilität zu geben. Die eigene Sicherheit steht immer an erster Stelle. Und wo es möglich ist, wie beim Zuschneiden der Bretter, sollte die Schutzabdeckung für das Sägeblatt auch montiert werden. Die Fichtenholzbretter und auch das Kantholz, das ich verwende, müssen als erstes auf die notwendigen Längen zugeschnitten werden. Für dieses Projekt werden die Bretter 40 cm bzw. 55 cm lang. Nun, wo alle Längen gesägt sind, geht es darum, die Ecküberplattungen zu schneiden. Das Holz ist 18 mm dick, also muss an jedem Ende 9 mm auf eine Länge von 8 cm entfernt werden, was ich heute mit der Tischkreissäge machen werde. Als erstes entferne ich die Schutzabdeckung vom Sägeblatt und demontiere anschließend den Spaltkeil. Dann versenke ich das Sägeblatt so weit im Tisch, damit es nur noch 9 mm herausragt. Denn so viel möchte ich ja wegschneiden. Jetzt kommt der erste Probeschnitt, bei dem ich aber sehe, dass die Säge nochmal nachgestellt werden muss.
Der zweite Schnitt sieht dann schon viel besser aus. Der Parallelanschlag wird nun auf die 8 cm eingestellt, die die Überplattung lang werden soll. Dabei muss die Dicke des Sägeblattes natürlich mit berücksichtigt werden, damit anschließend auch alles passt. Da ich ein Sägeblatt mit verschränkten Zähnen verwende, bleibt immer etwas Holz stehen, was für die Genauigkeit bei diesem Projekt aber keine Rolle spielt. Jetzt säge ich an jedem Brett nach und nach das überschüssige Holz weg. So hatte ich mir das vorgestellt und da ich die Bretter verleime und verschraube, wird die Verbindung auch ausreichend stabil werden. Nach etwas Fleißarbeit sind dann alle Bretter gesägt. Die beiden kurzen Bretter werde ich durch eine durchgehende Platte ersetzen, da sie zusammen doch zu schmal sind. Die Überplattungen passen perfekt ineinander, so sollte es auch werden. Jetzt bohre ich die Befestigungslöcher für die Edelstahlschrauben vor, damit das Holz auch nicht reißt oder splittert. Das mache ich natürlich mit einem Makita Akkuschrauber. Das Video dazu verlinke ich Ihnen natürlich oben rechts. Jetzt spanne ich das Kantholz ein, auf das die Bretter geschraubt werden. Ich beginne mit der Spitze, die ich dann nochmal separat aus einer Platte gesägt habe. Ist diese befestigt, beginne ich mit den kurzen Brettern. Dass man sich sogar bei dem Zusammenbau von nur zwei Werkstücken so schwer tun kann, ist nur zu verstehen, wenn einem das schon selber passiert ist. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, aber gut, wenn man die Lösung dann noch selber findet. Perfekt, alle Bretter sind angeschraubt, womit wir bei dem kreativen Part angelangt sind. Denn wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, dann sind das nur nett verbundene Bretter, die auf ein Kantholz geschraubt wurden. Die Form einer Feder bekommt das Ganze erst durch den Einsatz einer Stichsäge. Die Makita DJV 181 ist da mein Mittel der Wahl, um diese Arbeit so genau wie möglich auszuführen. Außerdem konnte ich mit ihr bereits Erfahrungen bei einem ähnlichen Projekt sammeln, das ich Ihnen auch oben rechts verlinke. Die Links zu allen Geräten und Werkzeugen, die ich hier verwende, finden Sie wie immer unter dem Video. Aber nun kommt der finale Schnitt, bei dem eine ruhige und mutige Durchführung angesagt ist. Thank you.
Mit dem Multitool wird jetzt noch alles glatt geschliffen. Damit kommt man in jede noch so kleine Ecke. Und mit einem nicht zu groben Schmirgelpapier wie die Oberfläche für den abschließenden wetterfesten Anstrich optimal vorbereitet. Nun noch das Kantholz auf die richtige Länge für die Bodenhülse abschneiden. Und dann streiche ich noch alles mit Bootsklarlack, damit es auch unserer Witterung lange standhält. Egal, ob bei Tageslicht oder in der Dunkelheit richtig angestrahlt, ist das ein tolles Highlight für jeden Garten. Im nächsten Video geht es dann um einen geeigneten Solarstrahler dafür. Damit komme ich nun zum Ende des Videos. Wenn es Sie zu einem eigenen Projekt inspirieren konnte oder auch sonst gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Ich verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.